Grüß Gott und herzlich willkommen. Sie haben bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen Sie den Wahlkreisabgeordneten. Die Zweitstimme ist die Kanzlerinnenstimme. Meine Mitbewerber von SPD und Grünen werden auf jeden Fall im nächsten Deutschen Bundestag sein, weil sie sichere Listenplätze ihrer Landeslisten haben. Ich dagegen kann nur Ihr Abgeordneter werden für den Wahlkreis Freiburg und für unsere Region, wenn Sie mir Ihre Erststimme geben. Darum bitte ich Sie heute. Mit Ihrer Erststimme für die CDU werden drei Bundestagsabgeordnete die wichtigen Anliegen unseres Wahlkreises in Berlin vertreten. Wie zum Beispiel der Weiterbau der B31 West von Gottenheim nach Breisach oder die Realisierung des Freiburger Stadttunnels. Aber vor allem den bestmöglichen Lärmschutz entlang des dritten und vierten Gleises der Rheintalbahn. Deshalb am 27. September mit Erststimme CDU wählen. Ich bleib dran und schauen Sie bald wieder rein.